Shalom Chavarim, ich begrüße Sie zum heutigen Shiur mit dem Inhalt die 10 Gebote, die 10 Worte des ewigen Gelobes HaEra, das Herz des Neuen Bundes. Im Allgemeinen haben wir alle gehört, wenn man über den Neuen Bund spricht und fragt, was ist der Inhalt des Neuen Bundes, so sehen wir, hören wir die Ankündigung. Johannes ruft: Das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen, tut Buße und glaubt das Evangelium. Nun, das ist eine Ankündigung, das ist nicht allerdings der Inhalt des Neuen Bundes. Die zweite Antwort oder die zweite Aussage, die wir natürlich auch hören und nicht zu Unrecht, das ist die Einsetzung des Heiligen Mahls von Yeshua HaMelech HaMashiach, Jesus Christus, der dann sagt zum Brot, wenn er es bricht: Dies ist mein Leib. Und zum Kelch mit dem Wein: Dies ist das Blut des Neuen Bundes. Nun aber, das ist die Einsetzung des Neuen Bundes, das ist doch nicht der Text. Und hier muss man sich natürlich fragen, was ist denn dann der Gegenstand, der Text des Neuen Bundes, sozusagen das Dokument. Hilfreich hier, selbstverständlich, ist der Rückgriff, die Rückkehr zu den Wurzeln, denn wir wissen, der heilige Gelobes HaEra hat mit Israel einen Bund am Sinai geschlossen und da sind die 10 Worte. Natürlich wird die gesamte Tora zurückgeführt als Offenbarung am Sinai, sowohl die schriftliche als auch die mündliche. Und genau zu diesem Text, die 10 Worte, ja, das nennt man dann das Herz der Tora. Auch die Krone der Tora ist der Name dieses Textes. Nur für Interessierte, der Buchstabe, die 10 Worte sind geschrieben in 26 Buchstaben, was nach der Gematria das Wort Keter, die Krone, auch ergibt. Und ich denke, viele von uns haben auch dieses wunderschöne Bild gesehen, Moses angezogen in Talit, hält die 2 Bundestafeln in Form eines Herzens. Auch ganz, ganz berühmtes Bild, vielleicht kann man das nachher auch zeigen. Wie auch immer, diese 10 Worte sind sozusagen der Kern der Offenbarung und nicht ohne Grund sind genannt, der heilige Gelobes HaEra hat die 2 Bundestafeln eben Bundestafeln genannt. Also sie repräsentieren den Bund zwischen Gott und Israel. In Jeremia lesen wir, dass der Hashem, der ewige Gelobes HaEra, die Prophetie gegeben hat, die Verheißung, dass ein neuer Bund geschlossen werden soll, der dann in die Herzen der Menschen geschrieben sein soll und nicht mehr auf den steinernen Tafeln. Diese steinernen Tafeln, darüber werden wir noch ein bisschen mehr später hören. Aber zunächst einmal eben zu dem Text selbst. Ja, der heilige Gelobes HaEra, wenn er denn sagt, man kann das Zitat auf der Website jetzt auch nachlesen, ja, wenn er dann sagt, dass der neue Bund in die Herzen der Menschen hineingeschrieben ist, so ist derselbe Text gemeint. Und Yeshua Melech HaMashiach, Jesus Christus, er hat, als er den neuen Bund etabliert hat, genau das bewirkt, dass die Menschen, die ihm nachfolgen und den neuen Bund in seinem Namen mit dem heiligen Gelobes HaEra schließen, ja, dass in ihre Herzen diese 10 Worte hineingeschrieben sind. Eben das ist ja schließlich und endlich die faktische Eintropfung, ja, über die der Rabbi Paul so ausführlich in seinen Briefen schreibt. Auch diese Stelle ist dann eingeblendet. Meine Lieben, die Anflopfung hat verschiedene Ebenen. Aber die Wurzel der Anflopfung ist natürlich der ewige Gelobes HaEra und der Bund mit ihm. Und genau darin liegt ja schließlich das Ziel des ewigen Gelobes HaEra, dass er Einheit herstellen möchte unter den Menschen. Dass Israel und die Völker eine
heilige Gemeinschaft bilden und schließlich vor ihm als ein Volk stehen sollen. Mit den gemeinsamen Torah, mit den gemeinsamen Verbindlichkeit. Und dadurch ist dieser Zaun ja, erst abgebrochen. Von welchem Zaun sprechen wir? Vor dem neuen Bund oder auch heute noch, ja, gibt es ja nun leider aus meiner Perspektive viele Kinder Israels, die den neuen Bund so noch nicht annehmen können oder wollen. Ja, haben wir eine bestimmte Grenze. Das ist die Grenze, die der Heilige Jerusalem selbst gezogen hat, wo er gesagt hat, wir haben, Juden haben 613 Mitzvot, sie alle sind verbunden mit einem bestimmten Grad an Heiligkeit und wir sind erwählt worden, um den Gottesdienst vor Hashem zu tun, in seinem Auftrag, in Stellvertretung aller Menschen. Und zur selben Zeit allerdings bewirkt diese Heiligkeit, dass wir nicht in vollkommener Weise mit Menschen Einheit, in Einheit leben können, die nicht im Bund Israels im Sinai sind. Dies ist also kein ewiger Zustand, ist allerdings auch kein Zustand, der erst eintreffen soll nach der Auferstehung von den Toten, sondern ja, wir lernen, es gibt drei Epochen in der Geschichte der Menschheit. Erste Epoche lautet dieser Welt, Olam Hazeh. Die zweite Epoche lautet Yemei HaMashiach, die Tage des Mashiach. Und die dritte Epoche lautet die künftige Welt, Olam Haba. Und mit dem ersten Kommen des Mashiach ist die Epoche eingeläutet worden, Yemei HaMashiach, die Tage des Mashiach. So dass wir in der heutigen Zeit bereits eine Gemeinschaft leben können, Gemeinschaft in Heiligkeit und Einheit im Glauben und in Erkenntnis des ewigen Gelobser und von Yeshua HaMelech HaMashiach. Wenn wir nun dem Inhalt, ich möchte unsere Aufmerksamkeit lenken nur an die zwei ersten Gebote, und also wenn wir nur die ersten zwei Gebote betrachten, wird einiges klar. Das erste Gebot lautet, ich bin der ewige dein Gott, der dich aus Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt hat. Das ist ein Gebot in dem Sinne, dass Hashem uns gebietet, zu glauben, dass eben er der ewige Gelobseier ist, er der eine und wahre Gott ist. Er ist derjenige, der am Schicksal der Menschen teilgenommen hat. Er ist derjenige, der persönlich dafür gesorgt hat, dass die Kinder Israels aus Ägypten ausgezogen waren. Und schaut, im Neuen Bund steht das Gleiche. Das bedeutet, dass alle Menschen, auch aus den Völkern, die Offenbarung im Herzen haben, dass der ewige Gelobseier sie persönlich auch aus Ägypten erlöst hat. Man könnte sich fragen, was haben bitteschön die Völker damit zu tun, also die Menschen, ob sie aus Amerika sind, oder Frankreich, Deutschland, oder Russland, oder wo auch immer. Schließlich und endlich waren sie nicht dabei. Aber darin ist eben das Geheimnis des Glaubens, dass unser Bewusstsein sich weitet, dass unsere Erfahrungswelt größer wird, dass wir die Einheit und die Verbundenheit mit den Menschen, die auch vor uns gelebt haben, erfahren, dass wir auch von deren Hingabe profitieren. Sie waren es, die dem ewigen Gelobseier und Moses geglaubt haben, den Hashem geschickt hat, um das Volk Israel zu erlösen. Und wären sie nicht erlöst worden, wenn sie nicht geglaubt hätten, Gott behüte, dann wären sie immer noch Sklaven in Ägypten, so wie wir lernen in Agada, in der Erzählung von Pessach. Und profitieren tun alle Menschen heute davon, dass diese wunderbare Generation dem Ruf von Moses, dem Gesandten Gottes, gehört hat. Eben darauf baut auch Yeshua Melech HaMashiach, von dem ja Moses auch prophezeit hat, dass nach ihm einer kommt, auch den müssen wir hören. Ja, auch er will, dass wir ihm folgen, aber er führt uns zu keinem anderen Gott und zu keinem anderen Bund. Denn höhere Offenbarung als die 10 Worte Gottes existieren nicht. Somit sehen wir die Einpfropfung der Völker in Israel nicht erst ab dem Moment, wo der Mensch diesen neuen Bund Gott geschlossen hat, sondern wir sehen die Einpfropfung
in die Väter hinein, in die Wurzeln hinein, in den Bund mit Abraham, mit Isaac und Jakob, denn sie sind die Begründer des Volkes. Und schließlich und endlich eben der Bund am Sinai. Dort haben wir die Bürgerrechte Israels empfangen. Und wenn von Bürgerrechten dann im Neuen Testament gesprochen wird, dann können es ja keine anderen Bürgerrechte sein, als eben die, die wir am Sinai bekommen haben, postuliert, dokumentiert und aufbewahrt durch den heiligen Gelobser, eben in den zwei Tafeln des Bundes. Und das zweite Gebot lautet, du sollst keine anderen Götter haben neben mir und so weiter. Aber diesen Text sehen wir. Es ist sehr wichtig, dass wir sehen, dass wir erkennen, dass dort heißt, dass wir uns keine Bilder machen dürfen, sinngemäß. Die Bilder, von denen die Rede ist, sind Vorstellungen jeder Art. Sogar Fantasie, ja, oder gerade die Fantasie, der Fantasie sollten die Grenzen gesetzt werden. Der heilige Gelobser, er sagt ganz klar, mehrfach in der Tora und auch in den Propheten und Schriften, er ist kein Mensch. Und wir dürfen uns laut dem zweiten Gebot kein Bild von Gott machen, als wäre er Mensch. Das heißt, es gibt ein Verbot, oder besser ein Gebot, das uns verbietet, uns diese Vorstellung zu machen. Ich habe nicht gesagt, dass es Gott nicht möglich ist, als Mensch zu erscheinen. In Gott ist alles möglich. Es ist nicht die Frage, ob es möglich ist. Es ist die Frage, ob er es will. Er würde es aber niemals wollen. Warum? Weil es ja gegen seine eigene Gerechtigkeit verstoßen würde. Er kann niemals von uns fordern, etwas zu tun, was er selber dann schließlich und endlich überschreitet. Das würde er, Hashem, niemals machen. Er würde sein eigenes Gebot nicht brechen. Das ist das Fundament. Das ist der Schlüssel, warum wir in Israel einfach aufgrund der Offenbarung nicht annehmen können, Gott sei Mensch geworden oder das Ziel des Lebens des Menschen ist es, Gott zu werden. Nein, es gibt den heiligen Gelobser, den Schöpfer von Himmel und Erde, und sein Ziel der Schöpfung ist der Mensch, der vollkommene Mensch, der in seinem Ebenbild und Gleichnis ist. Und das ist unser Verständnis von Yeshua HaMelech HaMashiach. Er ist der erste Mensch, der die Würde und die Ehre hat, als Ebenbild Gottes, vollkommenes Ebenbild Gottes, zu gelten. Ihm gebührt die Ehre. Und so, zu Shavuot, ja, da ist etwas geschehen, da redet man von der Ausgießung des Heiligen Geistes, aber Shavuot, Pfingsten, ist ja gerade der Termin, der Tag, an dem der heilige Gelobser die zehn Gebote am Sinai gegeben hat. Nun wurden aber diese 10 Gebote in der Wüste gegeben, auf einem Berg namens Sinai. Aber die Ausgießung des Geistes des heiligen Gelobser, in Jerusalem, sie geschah nun mal in der Stadt Davids. Und im Tempel des heiligen Gelobser, Und warum ist das so? Weil der Tempel genannt wird Schemel seiner Füße. Wo ist aber der Thron selbst? In der Höhe. Eben auf diesem Thron Gottes wurde Yeshua Melech HaMashiach zu Shavuot hingesetzt. Eben dort, zu Shavuot, wurde er gesalbt. Und diese Salbung ist nichts anderes als die Gabe der Macht Gottes. Und die Torah ist die Macht. Das ist schließlich und endlich die Einsetzung des neuen Bundes durch den heiligen Gelobser, selbst. Was damit doch alles einhergeht, das ist Thema. Oder das sind Themen, die noch viel uns beschäftigen werden. So Gott will, und wir leben und wir lernen. Lass uns dann nochmal treffen und darüber und das Thema oder die Themen ausbreiten und vertiefen. Ich bedanke mich für die Konzentration und für die Bereitschaft, mich mir jetzt zu hören. Und ich wünsche allen ein erfolgreiches Lernen und erfolgreiches Tun in Einheit mit unser Vater im Himmel und die Schwimmel von Mashiach. Shalom Aleichem.